Wir haben gewonnen! Gewonnen! Ja! Wir werden gewinnen! Wir haben schon gewonnen! Was sage ich da? Wir haben schon gewonnen! Hey! Seht nur auf die Liste! Seht, was wir alles erreicht haben! Wir haben die Stimmen! Wir haben's! Wir haben doch alles geschafft! So muss es doch sein! Wir haben gewonnen, sage ich euch schon. Wir haben gewonnen, ihr braucht gar nicht mehr weiterzählen. Hört auf, die Wahlzettel zu zählen. Wir haben schon gewonnen, das sage ich euch, wir haben gewonnen. Oh, Mr. President, Mr. President, aber laut den Umfragewerten beiden vorne, sind Sie sich immer noch sicher, dass wir den lieber aussehen wollten, die Zettel? Von wegen, wir haben gewonnen, ich sage es euch. Wenn ich euch das sage, dann stimmt das auch. Und ich sage euch, wir haben gewonnen, wir haben so viele neue Stimmen dazu gekriegt. Wir liegen weit vorne. Aber Biden liegt wirklich vorne, Mr. President. Schauen Sie doch mal auf die Karte. Das stimmt nicht, der will nur die Wahl klauen. Ich sag euch, der klaut die Wahl. Was mach ich? Das ist ein Verlogener, Verlogener. Sie sind verlogen. Nein, Sie sind verlogen. Sie sind verlogen. Ach, hören Sie doch auf. Lassen Sie mich nicht ausreden. Nicht ausreden. Warum soll ich Sie ausreden lassen? Das ist doch hier nicht zu fassen. Wir lassen dann erstmal unsere Kandidaten in Ruhe im Weißen Haus. Wir zählen natürlich noch die Stimmzettel in Ruhe ab. Wir schauen natürlich, wer gewinnt. Und falls es Trump nicht sein soll, dann sagt meiner Frau, dass ich sie liebe. Denn ich glaube, aus dem Weißen Haus komme ich so lebend nicht mehr raus. Aber ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag, bleibt gesund und dann haut's rein und tschüss.